Es reicht völlig, den Pony etwas zu kürzen. Sehen Sie? Das war's. So werden die Augenbrauen betont und die ovale Gesichtsform kommt schön zur Geltung. Die hat mir den Pony abgeschnitten. Das steht Ihnen ausgesprochen gut. Die Schlampe. Du hast sie wohl nicht mehr alle. Ich hab's gut gemeint. Emily! Emily! Dein Vater ist auf der Titelseite der Outpress. Ist das nicht toll? Davon träumt er seit Jahren. Lass mich in Ruhe. Was? Du hast dich wie eine Verrückte aufgeführt. Wieso denn? Kriegst du gar nichts mehr mit? Du hast dem Mann richtig Angst gemacht. Ach was, er war sehr nett. Er hat sie mir umsonst gegeben. Ja, aber nur, weil du ihn bedrängt hast. Du hast ihn wie eine Irre zugetextet. Er hätte dir sonst was gegeben, damit du abhaust. Du übertreibst. Und du lispelst. Ich habe mir am Tee die Zunge verbrannt. Kein Wunder. Du verlierst den Verstand. Du musst Papa vergessen. Es ist 4 Jahre her. Er kommt nicht mehr zurück. Wie kannst du das sagen? Er liebt dich nicht mehr. Und ob er mich noch liebt? Er hat eine 20-Jährige. Das ist nur eine Phase. Du verlierst den Verstand. Und wo ist die Tunika? Die habe ich vergessen. Ich bin gleich wieder da. Ich hole sie. Maman? Mama, sieh dich doch mal an. Es ist Frühling und du bist in Jogginghose und Mantel. Dabei bist du so eine schöne Frau. Wenn du dir ein kleines bisschen Mühe geben würdest. Wenn du... Tut mir leid, dass du dich meinetwegen schämst. Aber ich schäme mich doch nicht. Ich weiß, du willst nur, dass ich jemanden kennenlerne, der mich glücklich macht. Der mich zum Essen ausführt. Einen guten Mann, der mich liebt. Nicht unbedingt. Hauptsache ein Mann. Aber das ist das Einzige, was ich dir nicht geben kann. Ich will keinen anderen lieben, hörst du? Hast du verstanden? Ich will einfach nur traurig sein. Ich will traurig sein und zu Hause rumhocken. Sonst nichts. Was kriegen Sie? Also, das macht 45 Euro, bitte. Sind Sie zufrieden? Ja, sehr, danke. Richtig zufrieden? Ja, ja. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Danke. Entschuldigen Sie kurz. Paulette? Wissen Sie, was gut wäre? In Bezug auf die Kunden? Nein. Versuchen Sie doch mal etwas lockerer zu sein. Machen Sie Scherze mit den Kunden. Bringen Sie sie zum Lachen. Zum Lachen? Was weiß ich zum Beispiel, wenn mehrere Leute warten, sagen Sie nicht, wer ist der Nächste, sondern wer ist das nächste Opfer? Wer ist das nächste Opfer? Na ja, im richtigen Tonfall. Oder irgendwas Ähnliches. Ja, gut. Emily, ich lebe nur durch die Freude, sie anzusehen. Sie streifen mich manchmal und ahne nicht, wie sehr jede kleine Berührung eine Qual für mich ist. Dieser Brief ist wertlos, denn er trägt keine Unterschrift. Ich hoffe, dass sie das Wissen, geliebt zu werden, ein wenig berauscht. Oh, Entschuldigung, könnten Sie vielleicht, Sicher, mache ich gern. Danke. Keine Ursache. Papa ist seit 4 Jahren weg. Er kommt nicht zu dir zurück. Du willst, dass ich einen guten Mann kennenlerne, der mich liebt. Nicht unbedingt. Hauptsache ein Mann. Ich wollte sie ein bisschen aufbauen. Ich habe den anonymen Brief abgetippt und ihr geschickt. Ich habe einen Brief bekommen. Einen Liebesbrief. Inspirierend. Ergreifend. Ist doch wunderbar. Die hat irgendein Engel geschrieben. Ich warte seit 5 Tagen auf den Postboten. Erwartest du noch einen? Hättest du solch einen Liebesbrief bekommen, würdest du keinen zweiten erhoffen? Matti, meine Matti. Er hatte doch geschrieben. Wieso freust du dich kein bisschen? Das ist nichts. Das ist Frigide. Sagt man das über Briefe? Über den da ganz bestimmt. Ich habe ihn gesehen. Meinen geheimnisvollen Verehrer. Was redest du da? Entschuldigung, störe ich? Ein bisschen schon. Also mich gar nicht. Können Sie nicht mit ihr ausgehen und sie mit strahlenden Augen ansehen? Tut mir leid, das geht nicht. Meine Augen strahlen nicht auf Kommando. Was ist Ihnen nicht gefallen, Maman? Ich sollte ihn doch sanft bezaubern, aus der Ferne. Meinst du das sanft und aus der Ferne? Vom Sofa aus geht's ja aber schlecht. Er ist ein ziemlich schüchterner Mann. Irgendwann reißt er mir die Kleider runter. Er hat mich zum Abschied geküsst und hopp, lagen wir auf einer Motorhaube. Für jemanden, der so zurückhaltend ist, ist das erstaunlich. Ich mache ihn wohl glücklich. Überspann den Bogen bitte nicht. Wo wollen Sie hin? Ich rede mit Ihrer Mutter. Nein, bitte tun Sie das nicht. Oh Mann, Scheiße. Das ist eine verdammte Scheiße.